So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Folge Fastest Watcher hier auf meinem schweren Spielstand. Jo, und es geht weiter mit der Sicherung der Siedlung. Die haben wir ja in der letzten Folge massiv ausgebaut. Und wir hatten auch zwei etwas schwerere Angriffe, sage ich mal so. Aber ganz gut überstanden. Und deswegen wird heute gesichert. Die Mauer wird fertig gemacht und es werden neue Wachtürme gebaut auf jeden Fall. Und dann mal gucken, dass wir vielleicht schon die Stufe 3 erreichen. Uns fehlen auf jeden Fall nicht mehr so viele Einwohner. Wir brauchen ja 300. Genau, und 25, also es fehlen noch 10 große Häuser dafür. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Wir werden hier mal ein bisschen optimieren, ein bisschen auf Schönheit achten. Also gerade die Ecke wird sehr... eine sehr gute, sage ich mal, Attraktivität bekommen, so. Wir sind da jetzt bei 49, aber ich glaube, da geht gleich noch ein bisschen mehr. So, aber als allererstes sollen die hier mal die Mauer fertig kriegen. So, und hier ist ein Haus leer. Ich denke mal, das liegt an die Goldgrube, dass die ein bisschen zu dicht ist. Und dadurch die Attraktivität schlechter geworden ist. Ja. So, und für die nächste Stufe brauchen wir auch ein Handelszentrum Stufe 2. Deswegen werde ich das jetzt als erstes mal verbessern. Da können die sich jetzt gleich mal ranmachen auch. Ja, das Ding ist noch nicht nötig zu verbessern. Stapelplatz. Wir haben ja hier einen. Ist das auch ein Stapelplatz? Ja. Ist ja ein großer Stapelplatz noch. Das passt also. So, die Felder sind ja auch in der letzten Folge hier entstanden. Hier bauen wir jetzt unseren ersten Weizen an. Der dann hier zu Mehl gemacht wird. Boah, das ist schon eine Arbeit hier. Hatte ich letzte Woche schon gemacht. Letzte Folge. Dann wird hier auch schon Brot hergestellt, denke ich mal. Ach nee, Brot ist hier irgendwo. Hier. Bäckerei. Da würde ich mal noch einen einsetzen. Okay, Ressourcen. Brennholz ist relativ knapp, aber ich glaube, die sind alle am Arbeiten, oder? Okay, so ein Schrein würde nochmal hier ordentlich Attraktivität bringen. So, das Handelszentrum ist fertig. Jetzt kommen bessere Händler. Sollten sie zumindest. So, was verkaufen wir hier? Teig. Teig verkaufen wir? Immer ins Gesamtlager. Ich glaube, den brauchen wir selber. Hatte ich nicht eigentlich auch eine Rüstungsschmiede? Beim Schneiden von der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass ich ja Rüstung gekauft habe. Wir nicht schon irgendwo eine Rüstungsschmiede. Ach, wir stellen ja auch schon selber Schilder und her, so her. Weiß gar nicht, warum ich das gekauft habe. Ich würde hier mal zwei reinsetzen, weil ich glaube ich bald ein bisschen mehr Armee aufbauen werde. Ich würde hier mal die Schwerter ausmachen. Wie sieht's denn ansonsten aus? Schwere Werkzeuge haben wir 13, aber wir haben keine normalen Werkzeuge. Okay. Die sollen mal komplett... Mach mal drei Leute nur und dann sollen die nur diese Werkzeuge herstellen. Aber wir haben jetzt schon Armbrust und Pfeile wollte ich genau. Aber Pfeile sind da glaube ich an, da will ich jetzt einen Vorrat. Wo sind die... Wo ist der Bogen? Hier. Okay, Pfeile werden hergestellt und Armbrust. Okay, alles gut. So, der kommt erstmal hier hin.
Ich habe hier leider keinen Platz mehr so richtig und ich will ja wahrscheinlich hier noch Siedlungen nachher hinbauen. Deswegen kommt es mal dorthin. So, wir brauchen Brennholz. Es wird Winter. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Abbau aus hier? Ha? Wo bauen die dann noch ab? Hier Steine. Holz ist hier nirgendwo bei, wie es aussieht. So, ich würde jetzt auch schon mal... Hier sind ja aktuell 6 Soldaten. Ich würde schon mal, glaube ich, noch 2 weitere einstellen. 4 weitere einstellen. Ja, da haben wir schon mal 10 Leute. Die uns verteidigen. So, die Einwohner haben ja fast 9 Leute fehlen nur noch. Holzbretter brauchen wir dann noch. Und die Häuser. So, ich würde die Bretterproduktion hier mal voll aufdrehen hier. Wir verbrauchen jetzt auch mehr Holz, denn hier kommt auch nochmal ein Brandspaltplatz hin. Hier Brennholz. Na, der hat sich Zeug geholt. Eine Armbrust hat er sich geholt. Da kommt der nächste. Okay. Die sollen hier mal Priorität reinhauen. Der Bestand von Holzkohle haben wir jede Menge. Okay, dann würde ich hier mal ausmachen. Ach nee. Wo ist denn der Kohlemeiler? Hier. Ich würde einmal ausmachen. Dann sparen wir auch ein bisschen Brennholz. Und hier nur 2 Leute. So. Okay, aber Holzkohle haben wir ziemlich viel. Ich werde mal noch ein paar Imkereien bauen. Na, hier noch eine hin. Da noch eine hin. Hier bei den Gärten macht auch Sinn, eine Imkerei reinzustellen. Mal hier noch eine hin. So, was ist denn hier los? Richtig Andrang hier, ey. Alle krank. 6 Patienten sind hier drin. Und ganz viel Abfall. Was ist denn hier los? Kommen die nicht mehr hinterher? So. Wie weit ist die Mauer? Noch nicht sehr weit. So, bei den Häusern hier fehlt nicht mehr viel für die nächste Stufe. Wird mal hier noch ein bisschen Dekoration hinstellen. Gerade hier so. Oh, hier muss noch ein Turm wahrscheinlich nachher hin später. Aber hier kann ruhig ein Garten hin. Sehen eigentlich alle ziemlich gut aus hier. Wie sieht es denn jetzt hier aus? So mittelmäßig. Na gut, hier ist auch ziemlich wegen den Minen ist wahrscheinlich hier so ein bisschen die Attraktivität nicht so gut. Hier ist sie aber auch knapp, oder? Nur bei 60. Hier habe ich so viel Zeug schon zu stehen. Okay, ein großer Garten würde hier noch richtig gut passen.
So, ich könnte jetzt hier den großen Park hinstellen. Ich habe jetzt die ganzen Häuser nochmal hier ein Stück verschoben in die Richtung. Und dann habe ich jetzt hier nochmal kleine Park und ne, das Ding hier, was ist das? Kleiner Park, mittlerer Garten, so, den habe ich nochmal hingesetzt hier. Und ein bisschen Deko noch mal gucken. Es sollte dann eigentlich hier eine ganz gute Ecke sein. So, mal sehen. Und was ich nicht verstehe, hier sind Häuser bei. Hier fehlt noch eine dritte Nahrungsart, aber ich habe doch echt richtig viel Nahrung da. Sind doch mehr wie drei Arten. Oder wie? Oder was? Na, mal sehen. Ich denke mal, die sollten sich dann auch jetzt bald entwickeln. Geht überall die dritte Nahrungsart. So, hier soll man Steintor hin, bitte. Und ich glaube, da mache ich auch gleich doppelte Tore. Weil von hier kamen die in letzter Zeit. Ich denke mal, dass im nächsten Jahr auch hier wieder ein Angriff sein wird. Will ich mal gleich aus Stein machen. Weil ich mache hier nochmal so ein Zwischengate. Also, ich würde hier gerne eine Kaserne hinstellen. Eine zweite. Okay, die ist relativ groß. Ich glaube, ich muss den Weg anders setzen. So, wir haben jetzt 311 Einwohner und ich glaube, hier werden jetzt schon wieder ein paar Häuser umgebaut. 19 von 25. Okay, es dauert nicht mehr lange, dann haben wir Stufe 4. So, Kaserne 2 ist fertig. Ich glaube, ich mache erstmal 6 Leute rein. Dann haben wir hier 6 Leute. Und hier 10. Und personentechnisch sieht es immer noch ziemlich gut aus. Ich könnte hier, glaube ich, auch beide voll machen sogar. Geldmäßig sieht es eigentlich auch okay aus. Vielleicht sollte ich das machen. Ach, warum nicht? Let's go. Ich glaube, nur Rüstung wird nicht reichen. Und Waffen wahrscheinlich auch nicht ganz. Aber wir stellen ja her. Ja, nur 2 rein. Hier warte ich aber noch ein bisschen, bis ich die voll mache. Weil es werden jetzt noch Wachtürme einige gebaut. Und die brauchen ja auch noch ein paar Leute und Waffen. Ja, haben übrigens auch richtig viel Gold noch, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Ich lasse das ruhig auf Lager. Für schlechte Zeiten, würde ich sagen.
So, Kerzen. Ich gucke gerade durch, ob die Produktionsgebäude hier alle super durcharbeiten. Wie sieht es denn jetzt kohletechnisch aus? Immer noch 156, 153. Okay, da reicht wirklich erstmal ein Kohlemeiler aus. So, der Schuster arbeitet auch. 30 Schuhe im Jahr. Da könnte es sein, dass wir langsam einen zweiten brauchen. Ich kann den jetzt auch noch nicht verbessern. Ich glaube, ich baue noch einen zweiten Schuster. Cool, der passt dahin. Let's go. Ansonsten Klamotten ist natürlich, Fellmäntel sind auch knapp. Ach, hier bist du aber ein Händler. Der verkauft mir Leinenkleider. Was ich glaube, ich mache. Wir haben mal hier noch ein paar Münzen. Ich kaufe mal 100. Dann haben wir da auch noch ein bisschen Kleider. Reserve. Dann können wir jetzt schon mal gucken, wo wir noch überall Türme hinstellen. Würde fast sagen, hier auch noch einer, wo die Kaserne schießt ja auch mit. Vielleicht warte ich hier erstmal noch. So, wartet mal, Türme. Verteidigungsanlagen, Türme. Ich glaube, hier so auf den Hügel ist ganz gut. Okay, da kommt noch ein Turm hin. Hier würde ich erst einmal ignorieren. Guck mal, geht hier noch. Ah, hier geht noch ein Turm hin. Ich würde ja an den Marktplatz tatsächlich auch noch einen Turm hinstellen, falls die hier schon drin sind. Dann auf jeden Fall hier vorne an die Tür. Zack. Und dann hier oben auch noch. Da war 0. Okay, ist natürlich nicht so gut. Dann. Der kann hier nicht über die Mauer schießen, anscheinend. Boah, die Mauer habe ich eigentlich keine Lust. Das ist sowieso schlecht, der Berg hier. Machen wir das jetzt am besten. Der hat die überall 0, weil das so hoch geht wahrscheinlich. Ich stelle den jetzt hier so hin. Zack. Okay, dann sollen sie die erstmal besetzen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal weniger Leute. So, und hier sind jetzt 1, 2, 3, 4 Häuser, 5. Okay, die gehen jetzt alle hoch hier. Wir haben jetzt schon fast 85 Aktivität, ey. Und hier kommen neue Leute. Haben wir noch Platz für neun? Ja, kommt rein. Okay. Der Bogen hat jetzt zu tun. Wir brauchen mehr Armbrüste und allem. Wir sollen mal ein bisschen mehr Armbrüste herstellen wie Pfeile. Die Rüstungsschmiede ist gar nicht voll besetzt. Die würde ich mal voll machen. Da brauchen wir jetzt auch ein bisschen mehr. Wie sieht es denn waffentechnisch 5 nur noch? Wäre Werkzeuge 12 und einfache Werkzeuge 41. Okay, ich würde mal hier jetzt noch Waffen wieder anschmeißen. So. Okay. Ich glaube, wir können upgraden. Nein, die müssen noch fertiggestellt werden, die Häuser. Hier will ich nachher auch die Brauerei reinstellen, irgendwie. Hier oder da. Mal gucken. Hier wäre eigentlich ganz cool. Ich denke mal, das macht auch nicht so viel aus, wenn ich hier die Plätze wegmache. So, ich fühle mich eigentlich schon halbwegs sicher jetzt hier, wenn die Türme fertig sind. Es kann auch sein, dass jetzt noch ein Angriff gleich kommt.
Apropos Brauerei, was brauchen wir denn dafür? Wir müssen ja dann irgendwas noch anbauen. Oder? Ach nee, wir brauchen nur Weizen, ne? Nahrung. Brauerei. Was war denn hier? Obstplant? Nein, hä? Das ist bei Ressource. Brauchen wir denn noch für die Brauerei? Hier. Honig. Ah, ja, genau. Ich durfte den Honig nicht mehr verkaufen. Vielleicht mal gleich einstellen. Dass sie den Honig hier nicht mehr hinbringen sollen. Bestätigen. So, und dann brauchen wir Honig und Weizen. Das haben wir alles da. Könnten wir eigentlich jetzt schon bauen. Die Brauerei. Ich würde die mal hier hinsetzen. Okay, und dann brauchen wir die Kneipe. Das ist, glaube ich, bei Dienstleistung, oder? Kneipenfänghaus, Schule, Kneipe. So, passt die hier hin? Aber ja, die würde hier reinpassen. Okay, das machen wir jetzt. So, und dann da bitte die Kneipe rein. Voll geil. Als ob das so sein muss. Sieht ganz gut aus. Der ist auch fertig. Zwei Leute rein, verbessern. Ich hatte hier beim Marktplatz noch einen hingestellt. Hier, der ist auch fertig. Zack, zack. Der ist gleich fertig. Können wir kurz warten. Fertig. Zack, zack. Okay, jetzt würde ich auch erstmal abwarten. Das würde ich jetzt erstmal so lassen. Obwohl, ich wollte ja hier hinten noch einen reinstellen, einen Turm. Einmal wegen Bären und zweitens auch wegen den Angriffen. Die kommen ja auch von der Seite. Ich werde mal hier noch einen Turm reinstellen. Zur Sicherheit. Zack. Und wenn man von Teufel spricht, 53 Plünderer. Und sie kommen von hier. Von wo auch sonst. Sie werden bestimmt noch von woanders kommen. Okay, lassen wir mal weiterlaufen. Oh. Oh. Die fahren ja gleich richtig schwere Geschütze auf. Ach du Kacke, okay. Okay, okay, okay. Wir müssen die Soldaten zusammensuchen. Nein. Kommt mal hier hin. Ich hoffe, die kriegen den Turm hier noch fertig. Hallo, ich will den Turm. Erwische ich den Turm nicht? Ach hier, Wachturmbaustelle, okay. Priorität hoch. Alle rein. Der Turm muss fertig werden. Okay, der ist ja hier voll besetzt, ne? Okay. Die Soldaten, dann muss ich die auch hier rüberholen. Oder kommen die von hier auch? Ne, von hier kommen auch welche. Und der Turm ist noch nicht fertig. Scheiße. Priorität hoch. 5 Leute. Ich lasse erstmal laufen. Achso, und Alarm werde ich auch anmachen. Okay. So, der schwere Angriff kommt von hier. Oh shit. Wir müssen es ja auch gleich übertreiben, wa? Hier. Mal kurz Pause. Ey, baut den Turm schnell fertig. So, wie sieht's hier aus? Die Kaserne schießt. Ja, von hier kommen nicht ganz so viele. Okay,
Okay, die sind jetzt da am Zaun. Ja, dann begrüßt die mal hier, würde ich sagen. Shit, dass die Türme noch nicht fertig sind. Und sie kommen. Du Kacke. Na, 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 ganz ruhig. Das schaffen die schon. Da kommen sie rein. Gleich. Hier kommen mal die Soldaten. Ich glaube, ich stelle die mal dahin. Okay. Sie wollen hier rauf. Natürlich da, wo der Turm nicht fertig ist. Angriff. Shit. Ich muss jetzt mal hier bleiben und gucken, was die hier machen. Okay, das Ding ist down. Wir sind ja ziemlich gut ausgerüstet, glaube ich. Okay, sehr gut. Schön hier bleiben. Dann, dass sie hier rauf gehen und nicht hier rauf, obwohl da das Goldlager ist. Kommt mal hier weiter zurück. Zurück, zurück, zurück. Darauf. Okay, das Ding ist down. Zurück. Da, wo die Pfeile schießen. Oh, einer ist down. Von mir. Okay, hier sieht es relativ okay aus. Wie sieht's hier aus? Sind die durch hier? Hier sehe ich keinen. Okay, wir gehen wieder zurück. Oh shit, da ist ein bisschen eng. Wie viele Soldaten habe ich noch? Hier alle. Okay, zurück hier hin. Warum brennt denn hier ein Haus? Mal darauf. Okay, ich glaube, das war's. Die verpissen sich jetzt. Eieieieiei. Das war ein kleiner Raubzug. Der hier noch angezeigt wird gleich. So, ihr könnt mal zurück. Zurück zur Kaserne. Ich glaube, das war's. So, ich glaube, das hat auch ein paar Soldaten von mir zerlegt hier. Ja. Hier, Leute. Okay, gleich wieder rein. Aber ausrüsten. Gut. Ja, danke. Gut abgewehrt, ich weiß. So, okay. Ja, krass. Keine Sekunde zu spät aufgerüstet hier. Wobei ich weiß nicht, wonach die Invasion geht. Nach wie viel Gold ich habe. Je mehr Gold, desto stärker werden die. Oder je mehr Soldaten ich habe und desto stärker werden die. Kann natürlich auch sein, ne? So, hier ist einmal Dünger fertig. Mach den mal darauf. So, okay. Was haben sie hier? Haben sie wieder ein bisschen was kaputt gemacht, wa? Ja. Bisschen viel. Ach du Kacke. So. 35 waren das. 27 Blinde haben wir getötet. 6 Dorfbewohner sind gestorben. 36 Gebäude zerstört. 50 Mehl haben sie geklaut. Kann ich mitleben. So, mir fehlen jetzt nur noch Bretter. Zwischendurch war das Symbol zum Upgrade da. Aber jetzt sind die Bretter weg. Aber das kriegen wir hin. Die sind gleich wieder da, die Bretter. Keine Unterhaltung. Okay, hier müssen wir erstmal Bier brauen. Dann gibt es ja auch Bier in der Kneipe.
So, die Brauerei ist fertig. Oh, ich setze mal gleich 4 Leute ein. Wir haben ja mittlerweile 323 Einwohner. Da brauchen wir ein bisschen Bier für. Die hat doch auch einen Radius, oder? Reicht eine Kneipe für das ganze Dorf? Ich würde jetzt erstmal eine nur nehmen. Eine lassen. So, die haben noch keine Schwerter, aber das kommt noch. Cool, der Steinturm ist auch fertig mittlerweile. Okay, dann sind die auch eigentlich ziemlich gut geschützt. So, jetzt brauche ich nur noch 58 Bretter. So, ja, 35. 9 Nutztiere geboren. Ha, was? Das lohnt sich. So, und mittlerweile ist auch die Möbelwerkstatt fertig. 2 Leute. Ja, lassen wir so. Und 12 Holz für einen Schrank. Holzbretter sind so ein bisschen knapp gerade. So, jetzt haben wir wieder 50, weil ich wollte jetzt hier den Turm noch upgraden. Können wir auch. So, und dann als nächstes das Stadtzentrum auf Stufe 4 bringen. So, ich denke, das war's jetzt für diese Folge. Ich wollte mal versuchen, die Folgen ein bisschen kürzer zu machen. Ich nehme jetzt schon wieder über eine Stunde auf. Und das dann ein bisschen zusammengeschnitten. Wir hatten ja auf jeden Fall einen riesen Angriff, auf jeden Fall. Und aber der Schutz ist da jetzt. Also, wir haben jetzt 2 Kasernen. Und der Wall ist komplett fertig. Türme sind überall gebaut. Und dann können wir das nächste Mal das Stadtzentrum auf Stufe 4 bringen. Da fehlt jetzt nicht mehr viel. Nur noch die Bretter eigentlich. Und dann schauen wir mal, was da dann noch für Angriffe kommen. Die werden ja jetzt immer stärker werden. Und der letzte war ja schon nicht ohne. Aber wir sind vorbereitet, denke ich. Und ja, dann mal gucken, ob vielleicht schon das nächste Mal die finale Session ist. Oder ob es dann noch weitergeht. Mal gucken. Je nachdem, wie dann halt die nächste Folge läuft. Okay, aber mit dieser bin ich dann erstmal durch. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und ein Abo wäre cool. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So, und hier ist übrigens die schönste Ecke. Und das von der Attraktivität. Und die Kneipe ist jetzt auch endlich in Betrieb. Zum Wohl. Okay, und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und eine schöne Zeit und ciao.